Gut, dann starten wir, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie heute zum ersten Mal aus dem Krankenhaus in Landshut begrüßen. Ich habe heute eine Stentversorgung bekommen und leider ist es zusammengefallen. Deshalb bin ich auch nur kurz dabei, aber wir kriegen das schon hin. Ich freue mich, dass wir über 100 Personen sind und ich freue mich sehr, dass das alles so großes Interesse bei Ihnen hervorruft und seltene Erkrankungen sind für uns heuer das Thema. Wir haben am 8. Dezember 2022 eine Auftaktveranstaltung mit der Familie Köhler gehabt. Unser ehemaliger Bundespräsident und seine Frau haben eine gemeinsame Stiftung gegründet und die hat sich hier uns angeschlossen und hat gesagt, ja, wir machen die Schirmherrschaft für diese 50 Veranstaltungen. Sie sind heute die 45. und wir werden bis 8. Dezember unsere Veranstaltungen alle durchbringen und hinbringen. Und da sind wir auch sehr froh. Es hat sich etwas getan und das möchte ich Ihnen auch anbieten. Wir sind aufgefordert worden, dass wir ein Weißbuch erstellen. Dieses Weißbuch wird für die 16 Länder erstellt und für das Bundesgesundheitsministerium. Wir werden dann gemeinsam hier diese ganzen Einträge natürlich bearbeiten, was gut ist, was nicht so gut ist, was vielleicht ein Ansatzpunkt ist und was wir tun möchten. Das wird auf jeden Fall kommen. Wir haben auch einen Newsletter dazu, wo wir mittlerweile knapp 5.000 Betroffene immer wieder auch informieren. Und wir werden nach den Europawahlen, werden wir das ganze Thema auch im Europäischen Parlament behandeln. Und so sind wir aufgestellt. Und ich bin jetzt natürlich neugierig, was Sie uns heute zu bieten haben als seltene Erkrankung, die vielleicht vom, ich sage mal, vom Duktus her gar nicht so selten ist, aber auf jeden Fall für viele Menschen ein Problem ist. Und ich freue mich schon, wenn Sie uns das erzählen. Ich habe noch 10%, deshalb mache ich ganz schnell und freue mich und bedanke mich, dass so viele Leute dabei sind. Herzlichen Dank. Gute Besserung. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So, dann schauen wir mal. Wer fängt denn an, bitte? Ja, wir hatten gerade überlegt, ob wir, also eigentlich hätten wir erst die Vereinsarbeit vorgestellt und dann die Erkrankung, aber möglicherweise bietet es sich an, wenn Herr Elsdorfer nur sehr kurz dabei ist und vielleicht auch nur noch sehr wenig Akku hat, dass wir das umdrehen, damit quasi die wichtige Information über die Erkrankung rüberkommt, wenn das okay ist. Das ist absolut okay. Mein Mitarbeiter, Herr Denk, wird auf jeden Fall voll bleiben und es wird mir auch aufgezeichnet. Aber das wäre auf jeden Fall klug. Dankeschön. Okay, dann machen wir das so. Dann starte ich doch jetzt einfach mal. So, darf ich freigeben? Ich darf noch nicht freigeben. Aber ich müsste jetzt eine Präsentation freigeben. Vielleicht sage ich erstmal bis dahin ein bisschen was zu Jetzt mir. geht's, Frau Ansonsten, König. Jetzt geht's, Frau. ja, fantastisch, vielen Dank. Ja, wir sind ja hier, um die Vereinsarbeit vom MCAS Hope e.V. vorzustellen, der sich ja viel um MCAS kümmert und sich für MCAS einsetzt. Ich persönlich, mein Name ist Dr. Nina Kredig. Ich bin Vorstands- und Gründungsmitglied beim MCAS Hope und bin Wissenschaftlerin, Medizinpsychologin und betreibe Masthilfe. Das sieht man auch so etwas schön hier auf dem Bild in meinem Hintergrund. Genau, und jetzt werde ich erstmal MCAS als Erkrankung vorstellen und dafür gebe ich jetzt erstmal eine Präsentation frei. So, jetzt ist natürlich Zoom über den wichtigen Buttons. So. Ja, das Mastzellaktivierungssyndrom oder kurz MCAS, einige nennen es auch MCAS, da gibt es jetzt noch keinen wirklichen Konsens, daher ist beides einfach richtig. Und warum wir hier sind, ist nicht, weil MCAS selten ist, ganz im Gegenteil eigentlich sogar, sondern weil es selten erkannt wird. Also MCAS wird eigentlich oft gesehen, selten erkannt. Und mit oft gesehen ist gemeint, gerade bei Ärzten, eigentlich hat jede Praxis schon mal irgendwie in irgendeiner Form MCAS gesehen, aber es halt nicht erkannt. Ja, MCAS, das Mastzellaktivierungssyndrom, hat mit den Mastzellen zu tun. Vielleicht erstmal ganz kurz dazu. Hier im Rechts sind sie auch schön zu sehen. Die sind so hier so lila-blau eingefärbt. Das liegt aber an der Färbung. Also von sich aus sind die nicht lila-blau.
Die gehören zu den weißen Blutkörperchen und es gibt sie schon seit über 500 Millionen Jahren. Also die sind ganz alt und haben in ihrer ganz langen Evolution auch ganz viele Tricks gelernt. Früher könnte man sagen, waren die im Wesentlichen das Immunsystem bei den Tierchen, die damals existierten. Und heute haben wir natürlich ein sehr viel komplexeres Immunsystem. Dabei gehören die Mastzellen zum angeborenen Immunsystem. Und ihre Aufgabe ist im Wesentlichen, uns zu schützen, also vor Bakterien, Erregern, Parasiten und allem Möglichen. Und in dieser Aufgabe sind sie Steuerzellen. Also das heißt, sie besitzen über 1000 Botenstoffe, die sie speichern, freisetzen können, selber produzieren und so weiter. Und sie haben über 300 Rezeptoren, wo andere Sachen andocken können und ja, mit den Mastzellen kommunizieren können. Und die Mastzellen sind vor allem Wächter, also an den Schnittstellen der Umwelt, also an unserer Haut, den Atemwegen, auch dem Darm. Also der Darm geht ja, oder der Verdauungstrakt geht ja so einmal quer durch den Körper durch, ist damit quasi auch eine Außenseite von uns, weil er quasi wie so ein Loch durch uns durchgeht. Da sitzen die Mastzellen bevorzugt und gucken eben, was passiert hier? Ist alles in Ordnung oder passiert hier irgendwas, was nicht passieren soll? Ja, und was ist jetzt das Mastzellaktivierungssyndrom? Das Mastzellaktivierungssyndrom oder kurz MCAS oder MCAS ist eine unangemessene Aktivierung dieser Mastzellen. Und hier sieht man das auch schön in diesem Bild rechts, also ganz rechts oben ist so eine ja, ruhige Mastzelle, die sieht so ein bisschen aus wie so ein Raffaello. Und wenn man dann im Uhrzeigersinn links rum guckt, dann sind das verschiedene Stadien der Degranulation, also in der Degranulation. Setzt die Mastzelle ihre Botenstoffe frei. Also hier degranuliert die jetzt völlig, das ist nicht immer so, aber zum Schluss sieht man ja, dass da nicht mehr viel übrig ist von der ursprünglichen Zelle und die Botenstoffe dementsprechend freigesetzt sind. Ein bekanntes Beispiel für eine Erkrankung, wo Mastzellen eine große Rolle spielen, sind Allergien. Und Allergien sind jetzt nicht dasselbe wie Mastzellaktivierung, weil Allergien können ja auch lokal stattfinden und bei MCAS ist es so, dass das mindestens in zwei Körpersystemen stattfinden muss, bevor man es halt eben MCAS nennen kann. Aber der Mechanismus, der dahinter steht mit den Mastzellen, ist im Grunde derselbe und deshalb gehört das so zu einem, naja, Spektrum, würde ich mal sagen, als Erkrankung. Und ja, die Symptome von MCAS treten gerne in diesen, ja, in diesen Schnittstellen mit der Umwelt auf, Haut, Atemweg, Verdauungstrakt, aber auch im Nervensystem und eigentlich überall im Körper. Ja, zur Häufigkeit von MCAS habe ich hier zwei Studien mitgebracht. Hier wurden zweimal innerhalb von Deutschland, das sind deutsche Studien, wurden Familien angeguckt. Es gibt zum einen Indexpatienten, das heißt, das sind also Leute, die eine Mastzellerkrankung haben und dann ihre Verwandten. Also hier haben wir einmal 120 Indexpatienten, 175 Verwandten und einmal 84 Indexpatienten mit 255 Verwandten. Und es hat sich gezeigt, wenn man vom Indexpatienten aus guckt, dann hat der mit einer Chance von ungefähr 74, 75% eben einen Verwandten ersten Grades, der auch eine Mastzellerkrankung hat. Und wenn man jetzt unter den ganzen Verwandten ersten Grades guckt, dann ist die Häufigkeit, dass da jemand eine Mastzellerkrankung hat, insgesamt 33 bis 46%, also je nach Daten, die man sich hier anguckt. Also kann man sagen, es gibt hier schon eine familiäre Komponente, die ist sogar relativ deutlich. Aber was ich das wirklich Spannende finde, ist eigentlich so ein bisschen die letzte Spalte hier. Und zwar wurde bei diesen Studien auch in der Kontrollgruppe geschaut, also einfach zufällig aus der Allgemeinbevölkerung in Bonn gezogen. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Bonn jetzt nicht so unterschiedlich ist zu allen anderen deutschen Städten. Also kann man davon ausgehen, dass das, was da gemacht wurde, wahrscheinlich auch anderswo gefunden wurde. Also unter jeweils ungefähr 260 Personen aus der Allgemeinbevölkerung fanden sich hier 14 bis 17%, ja, die ebenfalls Mastzellerkrankung aufwiesen. Ja, vielleicht kurz dazu. Bei Mastzellerkrankungen waren jetzt hier sowohl Mastzellen, also sowohl das Mastzellaktivierungssyndrom eingeschlossen, als auch die Mastozytose. Und die Mastozytose ist eine Erkrankung, die schon sehr viel länger als MCAS bekannt ist, und daher schon mehr Anerkennung gefunden hat im medizinischen Bereich. Die Behandlung von Mastozytose und MCAS findet ziemlich getrennt statt. Das sind oft getrennte Praxen. Oft ist es so, dass Kliniken, die Mastozytose behandeln, mit MCAS jetzt nicht wenig oder nicht so viel am Hut haben wollen. Es sind auch größtenteils getrennte Kompetenznetzwerke. Mastozytose ist allerdings sehr, 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 sehr viel seltener als MCAS. Also Mastozytose, da gibt es jetzt keine richtig
guten, belastbaren Prävalenzdaten, aber man sagt ungefähr 10 pro 100.000 sind betroffen. Also das gehört zu den seltenen Erkrankungen. MCAS hingegen, wenn wir jetzt die Zahlen aus den Studien zugrunde legen, da sind wir bei 14 bis 17 pro 100. Und das wären dementsprechend 14.000 bis 17.000 pro 100.000. Und das kann sich dann jeder ausrechnen, wie viel das in Deutschland ist. Und das klingt erstmal ein bisschen seltsam, wenn man so denkt, okay, also irgendwie hat das fast jeder, also 14 bis 17% hat viele Menschen, aber wieso kennt denn das dann keiner? Ich hoffe, das wird in diesem Vortrag noch etwas deutlicher, warum das so ist. Und dann, wenn man sich überlegt, wie viele Leute man kennt, die irgendwie Allergien haben, Unverträglichkeiten, mysteriöse Symptome, die irgendwie, ja, die einfach nicht so richtig gesund sind, aber auch nicht wissen, was sie haben, dann wird das schon so, dass man denkt, vielleicht ist das doch gar nicht so überraschend. Und natürlich ist es so, dass bei dieser sehr, sehr großen Anzahl die meisten Fälle mild sind und in der Regel ganz gut damit klarkommen, auch wenn sie gar nicht wissen, dass sie das haben. Aber es gibt natürlich auch die sehr schweren Fälle bis hin zur Bettlägerigkeit, Arbeitsunfähigkeit und so weiter. Und die sehen wir natürlich mehr in unserer Community, weil die halt eben auch verstärkt Hilfe suchen und diese dann eben auch finden. Ja, vielleicht eine Sache, die vielen etwas bekannter ist als der Begriff Mastzellen oder MCAS, ist das Histamin. Und Histamin ist so der bekannteste Botenstoff aus den Mastzellen. Er kommt auch noch aus anderen Zellen, aber bei uns sind halt eben häufig dann die Mastzellen das interessante Thema und da kommt er auch häufig her. Und Histamin hat halt viele verschiedene Wirkungen im Körper, die eben auch diese Mastzellsymptome größtenteils widerspiegeln. Also Schwellungen ist dabei, Juckreiz, Verengung der Bronchien, erhöhte Magensäureproduktion, Schlaf-Wach-Rhythmus und so weiter und so fort. Und Histamin kann aus zwei Quellen kommen, einmal aus der Ernährung. Das wird dann über die Diaminoxidase, kurz DAO, im Darm abgebaut. Und da sieht man jetzt hier schön in diesem Bild ein sehr histaminreiches Abendessen. Eine Pizza mit Salami und altem Käse, dazu Rotwein und Tomaten. Also das Einzige, was Leute mit Histaminintoleranz auf diesem Bild wirklich viel essen könnten, ist dieses eine Basilikumblatt, was da liegt. Und ja, genauso kann Histamin aber auch aus dem Körper kommen, weil Histamin ist anders jetzt als Laktose, Gluten und so weiter. Halt etwas, was wir auch im Körper brauchen und was unser Körper auch selbst produziert. Und da, wie schon gesagt, kann es zum Beispiel aus den Mastzellen kommen. Und dieser Abbau innerhalb der Zellen findet dann über Histamin-N-Methyltransferase statt oder kurz HNMT. Und in beiden dieser ja, Abbauwege kann es Schwächen geben, das kann man auch messen. Und dann kommt es halt eben zu viel Histamin im Körper. Und dann hat man eben diese. Unter anderem hat man dann eben diese Histaminbeschwerden. Ja, das Thema Histaminintoleranz ist auch in den letzten Jahren sehr viel bekannter geworden als MCAS. Da gibt es jetzt noch keine harten Daten zu, aber man geht eigentlich generell davon aus, dass Histaminintoleranz seltener allein vorkommt, also nur als Abbauschwäche, als mit MCAS zusammen. Also wahrscheinlich ist es häufiger mit MCAS zusammen. Was natürlich auch wieder dann, also wenn man sich die Häufigkeit von MCAS anguckt, die vermutete, dann macht das ja auch Sinn. Ja, eine ganz kleine Auswahl an MCAS-Symptomen habe ich auch mitgebracht. Das ist jetzt mehr so ein bisschen zum Selberlesen. Also Symptome, wie schon gesagt, gerne an den Schnittstellen mit der Umwelt, Haut, Magen-Darm-Trakt, Atemwege, aber auch Herz-Kreislauf, Nervensystem, die Psyche. Da gehen wir jetzt nicht so viel drauf ein, aber ganz interessant ist auch, dass auch Angst und Depression direkte Symptome einer Mastzellerkrankung sein können. Und auch Panikstörungen zum Beispiel oder Panikattacken werden diskutiert als mögliche Mastzellkrisen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das bei allen so ist, aber es ist eben eine Möglichkeit, dass bei einigen Menschen das aufgrund einer Mastzellerkrankung auftreten kann. Des Weiteren natürlich der allergische Schock, auch bekannt als anaphylaktischer Schock. Häufige Blasenentzündungen kennen wir auch, gerne dann ohne bakterielle oder sonstige Erreger, also einfach nur so eine Blasenentzündung. Erschöpfung ist ein ganz großes Thema bei MCAS. Da sind auch bestimmt Parallelen zu ME/CFS, was ja jetzt auch viel besprochen wird. Schmerzen sind sehr, sehr häufig bei MCAS. Und ja, wenn Sie da weiter interessiert sind, dann schauen Sie doch mal bei MCAS Hope vorbei, also MCAS-Hope.de oder auf Mastzellenhilfe.de. Da finden Sie dann die ganzen Symptome aufgelistet. Also das sind eine ganze Menge und da wird auch noch einiges diskutiert.
Ja, wie kommt es zu MCAS? Ist jetzt vielleicht eine spannende Frage. Also, was muss man haben, um MCAS zu bekommen? Zunächst mal gibt es eine genetische oder epigenetische Veranlagung. Das kann durch viele Dinge passieren. Es gibt auch somatische Veränderungen, also Mutationen an bestimmten Stellen im Körper, die halt im Laufe des Lebens passieren. Und auf dieser Veranlagung findet dann irgendein Stressor statt. Also eine Infektion oder eine Schadstoffbelastung. Schimmel ist ganz häufig zum Beispiel. Dauerstress oder irgendeine Art von Immunsystemaktivierung. Also Dinge, die einem im Leben einfach passieren. Dann aktivieren sich die Mastzellen. Das ist auch normal. Also, dass Mastzellen sich aktivieren auf eine Infektion hin, ist ganz normal und auch total wichtig. Blöd ist es allerdings, wenn die Mastzellaktivierung dann nicht wieder aufhört. Und das ist das, was ganz vielen passiert. Und das ist häufig im Zusammenhang mit Überlastung. Also anekdotisch heißt es immer gerne, Mastzell oder Menschen mit Mastzellerkrankungen wären sehr leistungsbereit, sehr perfektionistisch, sehr ehrgeizig. Und diese Menschen überlasten sich dann natürlich auch eher mal in einer Situation, wo sie den Körper hätten ausheilen lassen müssen oder wo sie ihm nicht so viel Stress hätten zumuten müssen. Und was hier natürlich auch noch dazu kommt, sind einfach das durch Schadstoffbelastung, die ja auf den modernen Menschen quasi von allen Seiten einströmen, unsere Umwelt vielleicht für uns auch nicht mehr ganz so gesund ist wie früher. Und das merken die Mastzellen natürlich und die springen darauf an. Ja, wenn man jetzt fragen sollte, ja, woran erkennt man denn jemanden, der MCAS hat? Das ist schwierig, weil es gibt eigentlich keine typische Symptomkonstellation. Das ist alles extrem heterogen und das ist auch der Grund, warum MCAS halt so lange unerkannt geblieben ist und unterm Radar geflogen ist. Was man sagen kann, sind, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind. Zumindest sind sie sehr viel mehr in der Community vertreten und auch in den Kliniken und Arztpraxen, die MCAS-Leistungen anbieten. Das kann verschiedene Gründe haben, das ist ein anderes Thema. Ja, die Symptome sind allgemein aus dem allergisch-entzündlichen Kreis, manchmal auch dystrophisch, also dystrophisch heißt quasi so Fehlwachstum betreffend. Das ist aber, also damit sind jetzt aber keine Tumorerkrankungen in dem Sinne gemeint, das sind häufig gutartige Dinge, aber halt dieser, ja, Fehlwachstum in allen Formen kommt halt auch vor. Es ist meistens so, dass die Beschwerden entweder episodisch sind, sie sind wandernd, sie sind wechselnd, sie können aber auch chronisch sein oder auch wenn jemand zusätzlich am allergischen Schock leidet, können die auch mal explosiv sein, sie können dauerhaft da sein. Das ist also sehr, sehr, sehr variabel. Und typischer als der Verlauf, oder nee, andersrum, typischer als die Symptome ist eigentlich der Verlauf. Und daran erkennt man Menschen mit MCAS auch eigentlich immer wieder sehr gut. Wenn man das einmal gesehen hat, erkennt man das eigentlich immer wieder. Also der Verlauf, der typischerweise so passiert, ist so, dass so spätestens im Jugendalter irgendwie so allergische oder entzündliche Symptome da sind. Das ist häufig noch mild und auch häufig so, dass das auch von allein wieder weggeht oder einfach mit ganz normaler hausärztlicher Behandlung in den Griff zu kriegen ist. Das kann auch früher sein. Es gibt auch Leute, die werden direkt geboren und haben dann Symptome. Das kann alles Mögliche sein. Unverträglichkeiten, Allergien, also Heuschnupfen oder sowas. Oder einfach irgendwie mysteriöse Symptome, die kommen und gehen. Also das ist jetzt, also es fällt meistens gar nicht so auf. Und dann im jungen Erwachsenenalter meistens, gibt es natürlich aber auch noch später, gibt es dann irgendeinen starken Stressor, der dann diese milden Symptome auf ein deutliches Krankheitsniveau hebt. Also zum Beispiel jetzt eine Infektion ist möglich, Dauerstress, in seltenen Fällen auch mal durch eine Impfung, das wird ja alles auch diskutiert, das gibt es also auch. Jetzt gerade sehr im Gespräch Covid als Auslöser, da kommen wir nachher auch noch zu. Und wenn das nicht behandelt wird, dann kann es eben passieren, dass es mit jedem neuen Stressor weiter eskaliert, also mit jedem größeren Stressor, jetzt nicht so ein bisschen Ärger, sondern halt wirklich was Belastendes. Und dann würde die Erkrankung auch fortschreitend verlaufen. Die Lebenserwartung ist zum Glück normal. Allerdings ist es so, dass die Lebensqualität durchaus stark gemindert sein kann. Also auch die Teilhabe und die Arbeitsfähigkeit kann stark eingeschränkt sein, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja, ganz viele Erkrankungen hängen mit MCAS zusammen. Da möchte ich jetzt kurz drauf eingehen. Also Long-Covid, Schwere des akuten Covid, multiple Chemikaliensensitivität, hypermobiles Ehlers-Danlos-Syndrom oder das posturale orthostatische Tachykardie-Syndrom, was ja jetzt auch im Nachgang von Covid jetzt viel wieder im Gespräch ist, Fibromyalgie, Endometriose. Da ist eine sehr lange Liste dabei und hier habe ich jetzt was mitgebracht,
Ich werde Ihnen jetzt Kopfzeilen oder Titel von wissenschaftlichen Studien zeigen. Wir fliegen da nur so durch, wir thematisieren das nicht. Ich möchte Ihnen nur zeigen, aus wie vielen Studien klar wird, in wie viele Krankheitsprozesse die Mastzellen eingebunden sind. Es ist auch nicht so, dass das jetzt hier nur MCAS betrifft. Das sind einfach Dinge, die alle betreffen, weil wir haben ja alle Mastzellen. Und ich würde mich ja durchaus auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen und erstens sagen, es ist nicht unbedingt so, dass Leute mit MCAS diese Erkrankung jetzt zwingend alle irgendwie entwickeln müssen oder so. Gerade nicht, wenn MCAS gut behandelt wird, dann ja gerade nicht. Sondern ich würde vielmehr sagen, dass es mich nicht überraschen würde, dass wenn die Leute, die diese Erkrankung haben, die ich gleich zeigen werde, dass die wiederum sehr davon profitieren würden, zu gucken, ob sie vielleicht ein Mastzellgeschehen haben. Also ob da nicht die Berücksichtigung der Mastzellen total sinnvoll wäre. Genau, so. Und jetzt fliegen wir einfach mal hier durch. Was da natürlich auch noch zu berücksichtigen ist, das sind nur Studien, wo jemand schon auf die Idee gekommen ist, mal zu gucken. Und die Mastzellen sind eigentlich jetzt kein besonders studiertes Gebiet. Also da findet sich wahrscheinlich noch viel, was wir jetzt noch nicht wissen. Okay, dann legen wir mal los. Also Allergien und Entzündungen ist ja jetzt nicht so richtig überraschend, dass Mastzellen hier Schlüsselfiguren sind in Allergie und Entzündung. Ich habe jetzt einfach mal eine kleine Auswahl rausgenommen. Das sind jetzt nur drei. Da gibt es natürlich super, super viel mehr. Also zu allen Themen gibt es viel mehr. Nur so zur Anschaulichkeit habe ich hier mehrere kleinere rausgegriffen, also als Beispiele. Oder dass Mastzellen auch generell einfach Schlüsselzellen in Immunreaktionen sind. Dann das nächste Thema, Atemwegserkrankungen, ist jetzt auch nicht so überraschend, dass man jetzt rausfindet, okay, Mastzellen spielen eine große Rolle in der Hyperreaktivität von Luftwegen, also der Überempfindlichkeit und Asthma. Ja, mit Asthma gibt es noch mehrere Publikationen, die Mastzellen als Schlüsselprozesse sehen. Dann, wenn wir weiter gucken beim Reizdarm, das ist jetzt vielleicht auch noch nicht so überraschend, dass man sagt, ja, Mastzellen haben hier auch eine Schlüsselrolle. Das haben auch mehrere, haben sich das angeguckt. Und es gibt auch eine Schlüsselrolle in der Barrierefunktion des Darms und im Gleichgewicht des Darms. Alles auch erstmal nicht überraschend, weil diese Erkrankungen ja durchaus in dieses Unverträglichkeits- und Allergiespektrum irgendwie reinfallen. Ja, aber dann geht es schon weiter mit Schmerzen. Und hier zeigt sich, Mastzellen spielen eine Rolle in neurogener Entzündung und in Schmerzen. Mastzellen sind Gatekeepers, also sozusagen, ja, man könnte sagen, Torwächter von Schmerz. Mastzellen spielen eine Rolle in chronischen Rückenschmerzen, in Osteoarthritis, in Fibromyalgie und in Migräne. Und dann natürlich auch für viele wichtig das Herz. Das finde ich besonders spannend. Stress triggert die koronaren Mastzellen, also die Mastzellen des Herzens. Und das wiederum führt dann zu, ja, Ereignissen am Herzen. Also Cardiac Events sind im Grunde alles Dinge, die nicht gut sind am Herzen, die passieren. Das betrifft alles Mögliche, was da passieren kann. Und spannend finde ich hier, das ist ja was, was man nicht so bedenkt. Stress führt ja nicht direkt zu körperlichen Ereignissen, sondern das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Da ist ja irgendwas dazwischen, was diesen Mechanismus macht. Und da kommen die Mastzellen eben in Frage. Und das finde ich schon sehr spannend. Genau, also kardiale Fibrose gehört auch dazu. Das sind Veränderungen am Herzen, die ungünstig sind. Herzversagen, da sind die Mastzellen auch möglicherweise mit dabei. Der Umbau des Herzens in so Entzündungs- oder ungünstigen Krankheitsprozessen, auch da sind die Mastzellen, wie es heißt hier, potente Mediatoren. Ja, Herzerkrankungen aufgrund von Bluthochdruck, da sind sie auch mit am Start. Und zuletzt in der Herzinsuffizienz, also wie das auf Englisch heißt, Congestive Heart Failure, sind auch die Mastzellen mit impliziert. Genauso geht es weiter mit den Gefäßerkrankungen. Hier haben wir die Mastzellen als Schlüsselfiguren in kardiovaskulären Erkrankungen. Das finde ich besonders spannend. Hier wurde an Mäusen gezeigt, dass die Mastzellen entscheidend sind für die Bildung von tiefen Venenthrombosen. Also wenn man Mäusen die Mastzellen wegnimmt, das geht bei Mäusen, das kann man machen, dann können die keine Thrombosen mehr entwickeln. Und wenn man den Mäusen die Mastzellen wiedergibt, dann können die das wieder. Und das ist total spannend, weil das hätte man eigentlich anders erwartet, weil Mastzellen im Körper so ziemlich die einzige Quelle des Blutverdünners Heparin sind. Es hat die Autoren überrascht, mich auch. Ich bin sehr gespannt, was da für Menschen noch bei rumkommt, denn das ist, wie schon gesagt, erstmal in Mäusen.
Da muss sich noch ein bisschen was bewegen, bis wir da in Menschen auch Bescheid wissen. Ja, Mastzellen und Bluthochdruck können in Verbindung gebracht werden. Mastzellen und Schlaganfall, sehr wichtig. Auch hier wieder ein Schlüsselprozess. Und nicht zuletzt Mastzellen und Arteriosklerose, also die Verkalkung der Blutgefäße, die dann gerne auch zu Herzerkrankungen führt und Übergewicht. Auch Krebserkrankungen sind durchaus unter den Themen, die hier vertreten sind. Also hier habe ich auch nur eine kleine Auswahl mitgebracht. Mastzellen im Zusammenhang oder als Schlüsselregulatoren in Krebserkrankungen des Verdauungstrakts, Krebserkrankungen im Mund und das ist hier eine Krebserkrankung der Haut, auch wieder Schlüsselfiguren. Nicht zuletzt die neurodegenerativen Erkrankungen. Also generell scheinen Mastzellen eine Rolle zu spielen in neurodegenerativen Erkrankungen. Hier haben wir zum Beispiel ein Paper, was die Demyelinisierung des Augennervs beschreibt, also eine Degeneration dieses Nervs dementsprechend. Und es gibt auch einige Literatur, das ist ja wie schon gesagt nur ein Beispiel, zur Rolle von Mastzellen in Schmerz, also was die Blut-Hirn-Schranke angeht, die quasi den Blutkreislauf vom Gehirn abschirmt oder umgekehrt eigentlich das Gehirn vom Blutkreislauf. Entzündung im zentralen Nervensystem und vor allem Alzheimer. Und als letztes Beispiel habe ich jetzt noch ganz akut Dinge von Long-Covid und Covid mitgebracht. Also hier werden die Mastzellen oder speziell das Mastzellaktivierungssyndrom, über das wir ja heute sprechen, in Verbindung gebracht mit Hyperentzündung, also einem schweren Krankheitsverlauf bei Covid, einer akuten Covid-Erkrankung und dann, was wir jetzt als Long-Covid oder Post-Covid kennen. Genau, da gibt es also auch Hinweise, dass MCAS hier eine Rolle spielen kann. Das gilt sowohl für diese Studien als auch, muss ich sagen, dass mir das sehr viel begegnet, weil ich mich auch mit Long-Covid befasse, dass viele Leute merken, okay, die Therapie von MCAS hilft uns. So anekdotisch. Und das finde ich auch einen sehr spannenden Bereich. Ja, jetzt ist es natürlich spannend, wie diagnostiziert man denn jetzt MCAS? Also wie findet man raus, ob man das hat oder nicht? Erstmal ist es so, klinisch gesehen kann man natürlich über Anamnese, Vorgeschichte und Symptome da einen Verdacht etablieren. Und dann im Labor kann gezeigt werden, in Blutuntersuchungen, in Urinuntersuchungen und in Biopsien, ob das vorliegt, das ist nicht ganz einfach und das ist jetzt auch zu viel, auf diese ganzen einzelnen Sachen einzugehen. Viele von uns wissen das ja auch, weil hier viele aus der MCAS-Community da sind. Und wer sich hier ja, genauer belesen möchte, kann natürlich unter www.mcas-hope.de gucken oder unter www.mastzellenhilfe.de. Da finden Sie dann genauere Informationen, wie man jetzt die MCAS diagnostizieren kann. Ja, die Behandlung von MCAS ist im Grunde denkbar einfach, in vielen Fällen zumindest. Die meisten Patienten profitieren sehr von sehr günstigen Behandlungen. Da gibt es die sogenannte Basistherapie, also Antihistaminika, Mastzellstabilisatoren, Vitamin C. Wichtig ist, Nährstoffmängel aufzufüllen, auch damit die Abbauwege, zum Beispiel von Histamin, ausreichend funktionieren. Dann ein ganz wichtiger Punkt, Trigger zu vermeiden. Dann spielt es eine große Rolle, da ein Tagebuch zu führen. Also welche Sachen, zum Beispiel häufig aus der Ernährung, sorgen dafür, dass ich Symptome habe und die dementsprechend zu ersetzen oder zu meiden. Es ist dabei aber auch wichtig, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil viele Leute mit MCAS sehr viele Lebensmittel vermeiden. Es ist allerdings eigentlich sehr wichtig, das nicht zu lange zu machen, sondern irgendwann auch wieder aufzubauen. Weil es für den Körper natürlich extrem wichtig ist, nicht nur schadstoffarm, stressarm und triggerarm zu leben, sondern auch zum Beispiel nährstoffreich. Und wenn man sich nur noch von sehr wenigen Lebensmitteln ernährt, dann kann das manchmal schwierig sein. Und das ist natürlich auch wieder ein sehr komplexes Thema. Letztendlich macht es natürlich Sinn, die Toleranz des Körpers zu erhalten oder auch wieder aufzubauen, um dann wieder in eine Besserung zu kommen. Also man kann MCAS auch zurückdrehen, das hat aber ganz erheblich mit Änderungen im Lebensstil zu tun und auch ein bisschen mit Glück. Für schwere Fälle sind weitere Optionen vorhanden. Das ist hier jetzt erstmal nur der Überblick über die einfache Behandlung, sage ich jetzt einfach mal. Also für die ganzen schweren Fälle oder die weiteren Optionen, da gibt es auch viele weitere Möglichkeiten, auch medikamentöse. Das führt hier einfach zu weit, aber das gibt es. Ja, die aktuelle Lage, da werden wir gleich auch noch was hören nach der Vereinsarbeit. Wir haben heute eine Ärztin hier, die sich mit MCAS befasst, die Dr. Maike Rist.
Die wird auch noch mal ganz kurz ihr Feedback geben, nachdem wir gleich über die Vereinsarbeit gesprochen haben. Aber generell kann man sagen, lange Wartelisten, also 2 Jahre, sind keine Seltenheit in den Praxen, die Leistungen anbieten. Das sind häufig Privatpraxen, weil die Versorgung dieser chronisch komplexen Erkrankung so viel Zeit benötigt. Die Kliniken, die es anbieten, also zum Beispiel Charité oder Uniklinik Aachen oder auch das Waldkrankenhaus in Erlangen, sind quasi überrannt von Patienten. Oft wird auch einfach gesagt, wir können aktuell keine Patienten annehmen, weil es so, so, so viele sind. Das liegt natürlich auch daran, dass die Infrastruktur sehr dünn ist. Wir arbeiten daran, das zu verbessern, und wir hoffen natürlich, dass diese Veranstaltung dazu beitragen kann. Es gibt hier sehr viele pragmatische Lösungen, auch wenn es noch nicht so viele Ideallösungen gibt, und die Patienten profitieren sehr davon. Also es ist nicht so, dass das hoffnungslos ist, sondern ganz im Gegenteil. Also man kann da wirklich viel bewegen. Probleme sind häufig darin, dass MCAS nicht so bekannt ist unter den Ärzten und anderen Heilberufen und daher häufig auf diese psychogene oder auch psychosomatische Schiene geschoben wird. So, ja, wenn Sie sich einmal entspannen, dann wird das schon. Es ist zwar richtig, dass Stress eine Rolle spielt, aber das ist natürlich nicht alles. Also man bildet sich das nicht ein. MCAS ist ja eine echte Erkrankung und man kann die ja auch im Körper feststellen. Ja, ein Problem, auf das wir gleich noch weiter eingehen werden, ist der ICD-Code, also die Codierung in dem Krankheitskatalog, sage ich jetzt einfach mal. International existiert eine. Das ist D89.4, aber in Deutschland gibt es es leider noch nicht. Und das führt halt zu allerhand Problemen der Versorgung. Das können wir gleich noch thematisieren. Ja, ich glaube, das ist das Letzte, was ich dazu sagen will. Also hier gibt es erhebliche Möglichkeiten im Gesundheitssystem, was natürlich vor allem für die Politik extrem interessant ist. Also wenn jemand die MCAS-Diagnose dann bekommt, dann hat der oder diejenige in der Regel schon eine unglaubliche Arzt-Odyssee hinter sich. Da sind ordnerweise oder kofferweise Vorbefunde angefallen und diese sind meistens normal oder nur leicht abweichend. Das ist nämlich so, dass man hier Spezialuntersuchungen braucht, um das zu sehen. Also das sieht man nicht einfach im großen Blutbild oder so. Da muss man schon genau hingucken und wissen auch, wo man hingucken muss. Und es wäre dann natürlich sinnvoll, das früh zu erkennen, dementsprechend also diese Arzt-Odyssee vermeiden und dadurch nicht nur viel Leid, sondern auch viel Kosten zu vermeiden und viele unnötige Untersuchungen und dass Leute immer wieder zum Arzt kommen. Aber es ist natürlich auch eine gute Idee, die Krankheitsprogression ganz früh aufzuhalten, dass eben so Dinge wie die Arbeitsfähigkeit erhalten wird oder auch wiederhergestellt wird. Und nicht nur das, also nicht nur, dass die Leute, die MCAS haben, hier wesentlich mehr berücksichtigt werden könnten, auch die Behandlung assoziierter Erkrankungen, die ich ja gerade vorgelesen habe, und das war ja nur ein Beispiel, also nur eine Auswahl. Es gibt so viele Volkserkrankungen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die offenbar irgendwie zumindest in einigen Fällen mit Mastzellen zu tun haben. Und das wäre richtig gut, die zu berücksichtigen, weil in der Regel dann diese Erkrankungen, wenn sie ansonsten sich der Therapie, sage ich mal, widersetzen, dann durchaus auch bessere Chancen haben, dass die Therapie wirkt, wenn die Mastzellen mit berücksichtigt werden. Ja, dann danke ich Ihnen schon mal für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. Wenn Sie mich erreichen wollen, geht das unter info@mastzellenhilfe.de. Und bei mir finden Sie Informationen, Beratung zu MCAS, E-Books und auch das Fachnetz MCAS. Das ist ganz wichtig. Hier versuchen wir, also wir sind in diesem Sinne ich und der MCAS Hope zusammen, wir schaukeln das Fachnetz. Das ist ein professionelles Netzwerk für Heilberufe, also vor allem Ärzte, aber auch alle anderen Heilberufe in der Arbeit mit MCAS. Und wir bemühen uns sehr, hier die Infrastruktur zu verbessern. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit stoppe ich mal meine Freigabe und gebe weiter an Sebastian, der für uns die Vereinsarbeit vorstellen wird, wenn das im Sinne der Moderation ist. Entschuldigung, darf ich da vielleicht noch einmal kurz einhaken? Gerne. Ich habe das heute zum ersten Mal gehört. Und Das in der Vorbereitung sind Sie auf in die guter Veranstaltung Gesellschaft. mit Mastzellen, ich gebe das einfach auch zu, obwohl ich 20 Jahre in der AOK gearbeitet habe und 10 Jahre nun im Deutschen Bundestag bin als pflegepolitischer Sprecher. Für mich ist das komplett Neuland. Da sind Und Sie in sehr guter Gesellschaft. leider. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich gehe jetzt einmal von einem praktischen Fall aus. Der praktische Fall, ich bin 53 Jahre, fühle mich nicht gut, gehe zum Arzt und der Arzt stellt
Mastzellen fest und dass irgendetwas hier zusammenhängt. Wie läuft die Diagnose ab, dass man überhaupt hier eine Erkrankung feststellt und dann auch die notwendigen Behandlungsschritte, ob nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, vollkommen egal. Welcher Arzt kann das? Welche Dinge muss man selbst auch unternehmen, dass man in diese Richtung diagnostiziert wird? Wie läuft es? Ja, das sind sehr gute Fragen. Also erstmal, welcher Arzt kann das? Also MCAS ist im Grunde eine Ganzkörpererkrankung. Und zu welchem Arzt Sie gehen, hängt so ein bisschen davon ab, wo Ihre Symptome sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel speziell gastrointestinale Symptome haben, würden Sie eher zur Gastroenterologie gehen. Oder wenn Sie jetzt eher Atemwegssymptome haben, dann vielleicht eher zum Lungenfacharzt oder Sie würden vielleicht mit Hautsymptomen zur Dermatologie gehen und so weiter. Eigentlich sind alle Fachgebiete da gefragt. Und die Frage ist, also es gibt im Grunde zwei Fragen. Es gibt zum einen Spezialisten, also Spezialisten in Anführungsstrichen, die einfach schon MCAS kennen. Das werden immer mehr, auch durch unser Fachnetz. Einige sind auch heute hier, wie ich sehe. Das finde ich auch sehr schön. Wir haben Listen von Anlaufstellen sowohl unter mcashope.de als auch auf mastzellenhilfe.de. Das sind einfach Leute aus allen möglichen Fachbereichen, die einfach das Thema MCAS schon kennen. Das sind Hausärzte, das sind Fachärzte, das sind Klinikärzte, das ist irgendwie alles. Und die Diagnose läuft dann so, also erst, also ich sage das jetzt als Nicht-Ärztin, vielleicht möchte gleich jemand reingrätschen, falls ich hier irgendwas nicht ganz richtig abbilde. Also erstmal wird natürlich ein Verdacht gestellt aufgrund der Krankheitsgeschichte, die erzählt wird. Und dann kann man gucken, wie schon gesagt, in Blutuntersuchungen, in Urinuntersuchungen oder in Biopsien, was ist da los? Und daran kann man es dann diagnostizieren, und dann auch die Behandlung anfangen. Die Behandlung ist, wie ich schon sagte, in der Regel nicht so schwierig. Also viele Antihistaminika sind ja zum Beispiel auch rezeptfrei und bringen schon vielen Betroffenen einen sehr großen Nutzen. Und natürlich auch diese Triggervermeidung, einfach, dass bekannt wird in der Bevölkerung so, hey, es gibt einfach Sachen in der Ernährung, die tun Leuten nicht gut. Und dann macht es Sinn, herauszufinden, welche die sind und die dann zu vermeiden, durch Verträgliches zu ersetzen. Also immer mit Blick darauf, dass die Nährstoffversorgung gewährleistet ist. Ja, oder sie auch zu vermeiden, aber da, oder auch bewusst einzusetzen. Es gibt ja keine Gesundheitspolizei, die sagt, das darf man jetzt nicht mehr essen. Aber dass man sagt, okay, ich weiß, dass ich davon Symptome habe und wenn ich das mal mache, dann plane ich das irgendwie mit ein. Genau, und das Problem ist halt der fehlende ICD-Code. Da gehen wir auch noch darauf ein, dass wenn Ärzte das eben diagnostizieren, dass sie es im Grunde nicht auch katalogisieren und abrechnen können. Und das ist natürlich auch gerade in der kassenärztlichen Versorgung extrem schwierig. Also da würden wir auch gerne nachher noch auf Fragen zurückkommen. So, ich hoffe, ich habe jetzt von der Frage nichts vergessen. Ich würde gerne noch anmerken, dass es manchmal auch Glückssache ist, einen Arzt zu finden, der zumindest in diese Richtung denkt. Also ich habe auch schon Fälle mitbekommen, dass eine Dame eine Magen-Darm-Spiegelung hat machen lassen, ist aufgewacht und der Gastroenterologe hat sie begrüßt mit dem Satz: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben keine Mastzellen, also da haben Sie nichts. Sprich, Ja. wenn solche Sätze kommen, wäre ich immer skeptisch. Es ist manchmal wirklich eine Ärzte-Odyssee, bis man ja jemanden findet, der sich dann wirklich damit beschäftigt. Ja, auf jeden Fall. Also meistens sind es die Leute, die selbst auf den Verdacht kommen und sich dann einen Arzt suchen. Es ist eher selten, dass Leute zum Arzt gehen und der dann sagt, oh, ich glaube, sie haben ein Mastzellaktivierungssyndrom. Und wie Elke gerade schon sagte, es ist häufig so, dass es etwas schwierig zu fassen ist und deshalb sowas wie also eine Untersuchung ist normal, heißt jetzt nicht, man hat das nicht. So, also das kann man jetzt schwer ausschließen. Man kann es über die entsprechenden Labornachweise zeigen oder nahelegen, aber es ist halt schwierig zu sagen, nee, also wenn jetzt kein erhöhtes Histamin da ist, dann hast du das auch nicht. Also so einfach ist es leider nicht. Nina, ich würde da mal ganz kurz noch was anfügen, wenn das in Ordnung ist. Das ist ja jetzt so, was beschrieben wurde, der Optimalfall. So würden wir uns das wünschen. Der Patient hat Symptome, geht zum Arzt, hat vielleicht mit ein bisschen Glück auch einen Arzt, der das Ganze, der eine gute Idee hat und der sich da engagiert. In der Regel ist es ja leider so, dass es eben
überhaupt nicht so abläuft. Und wir deshalb dieses extreme Ärztehopping auch sehen, was dann häufig so bezeichnet wird. Und das sind dann vielleicht zu meinem Hintergrund, ich arbeite eben in einer entsprechenden Spezialambulanz und deswegen kommen die Patienten zu uns in der Regel mit einem dicken Leitsordner an Vorbefunden. Das heißt, der Patient hat diese unterschiedlichsten Symptome und geht von Facharzt zu Facharzt und sammelt Befunde oder auch nicht. Häufig wird eben auch nichts gefunden, aber es ist eine wirkliche Odyssee, die sich über Jahre hinzieht, wo nichts gefunden wird und dem Patienten nicht geholfen wird, weil der Patient nicht an einen Arzt gerät, der den Gedanken hat oder das Ganze auch ernst nimmt. Also wir sehen auch sehr viele Patienten, die psychisch sehr belastet sind, weil es natürlich ein enormer Leidensdruck ist, neben der Krankheit und den Krankheitssymptomen, dieses nicht ernst genommen werden. So dass es ja auf jeden Fall, würde ich sagen, Glückssache ist, an einen Arzt zu geraten, der einen überhaupt mal ernst nimmt und zuhört und sich dann vielleicht noch ein paar gute Gedanken macht. Und das ist was, was ja nicht nur den Patienten belastet, sondern auch unser aller Gesundheitssystem und was die Ärzte überlastet, weil das unglaublich viel Ressourcen verschlingt, die man viel sinnvoller und effektiver einsetzen könnte. Und deswegen zurück auf Ihre Frage. So läuft es leider in der Realität häufig ab und in aller Regel sogar ab, würde ich sagen. Der Patient hat sehr lange sehr viel Beschwerden, rennt von Arzt zu Arzt und findet in der Regel eben leider keine Hilfe. Da würde ich auch sehr gerne einmal einhaken, Maike. Ich finde das sehr gut, dass du das so angesprochen hast, denn ich finde, dass die Dramatik der Situation noch nicht richtig rüberkommt. Ich als Hausärztin habe die Situation, dass wenn ein Patient gezielt zu mir kommt, ich alleine schon fast eine Stunde brauche, um diese Unterlagen zu sichten, zu sortieren, dann eine Anamnese erheben muss, Labor entnehmen muss, diese Werte besprechen muss. Alte Magen-Darm-Spiegelungen, die Pathologen informieren, dass die Proben von, ich weiß nicht, dem kleinen Dorf in Süddeutschland in ein Pathologielabor geschickt werden, die auf Mastzellen untersuchen. Das heißt, das ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig für meine Ordinationsziffer und die 10,32 €, die ich für 10 Minuten abrechnen kann und das maximal dreimal am Tag. Das heißt, viele Ärzte, glaube ich, scheuen sich allein schon vor der Aufgabe, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es einfach so zeitintensiv ist, dass es durch die nicht anerkannte Diagnose, den nicht vorhandenen ICD, einfach ein Riesenaufwand ist, diese Patienten zu betreuen. Auch in der Therapie. Also, ich sag mal, E-Mails 3, 4, 5 Mal die Woche, Videotelefonate, wie dann die Therapieänderungen, die Besprechungen bedürfen, das kann man als Hausarzt eigentlich gar nicht leisten. Ich weiß nicht, wie es an den Unikliniken ist. Dort gibt es andere Budgets. Fängt für uns Hausärzte mit Medikamentenverordnungen an. Wir kriegen im schlimmsten Fall 4 Jahre später Regresse. Also es ist ein so wichtiges Thema, aber die Dramatik, die dahinter steckt, dass die Erkrankung nicht bekannt ist und dann auch noch jemanden zu finden, der sich bereit ist, mit der Thematik auseinanderzusetzen, das ist ein ganz großes Problem. Ja, und da vielleicht noch Ich ganz würde kurz. gerne da nochmal einhaken, wenn ich Ja. darf. Ja. Es ist sehr laienhaft, was ich jetzt frage, aber ich muss da einfach auch dazu gestehen, dass wenn ich das nicht weiß, dann frage ich jetzt einfach, und Sie können mich wahrscheinlich informieren. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe diese Erkrankung und ich weiß das ja als Laie nicht. Und ich gehe einfach zu meinem Hausarzt und sag ihm meine Symptome. Und irgendwann durch Tests, durch Sensibilisierung, durch alles, was dazugehört, kommt er oder sie jetzt darauf und sagt, ah, die Mastzellen, das passt nicht. Wie geht das dann weiter? Ich möchte das einfach mal kapieren. Kann mir Ich das habe die jemand Frage, erklären? ich hab die Frage nicht ganz verstanden. Also Sie gehen zu einem Arzt, der sich im schlimmsten Fall gar nicht mit Mastzellen auskennt, der davon noch nie Genau. gehört hat. Genau, der wird wahrscheinlich Und ich weiß sagen, es auch nicht. Und genau, irgendwann kommt der der wird drauf, sagen, nee, irgendwann wenn er kommt der drauf drauf, kommt. dass es an Mastzellen liegt. Wie geht es dann weiter? Also Also in der diesem Arzt, der Fall. das nicht, sag bitte, Tut mir leid. Nina.
Nee, mach du. Okay, oder vielleicht kann ich erstmal sagen, dann wäre es natürlich total sinnvoll, wenn sich derjenige an uns wendet. Also wir haben mehrere Informationsmöglichkeiten, um Ärzte, die keine Ahnung haben, aber gerne Ahnung haben wollen, an Bord zu holen. Also zuerstens im sogenannten, also bereits erwähnten Fachnetz Sind MKS Sie Sachsen-Anhalt. dazu in der Lage mit Ihrer Organisation? Oh ja. Ja, also wir haben ja die, Okay. also wir haben verschiedene Broschüren, die wir rausgeben. Wir haben eine Patientenbroschüre, die auch von Ärzten gerne genutzt wird, die so Basisinformationen hat. Wir haben eine Arztbroschüre, ist in Planung. Da wird Sebastian auch gleich noch was zu sagen, der Vorstellung des Vereins, die er noch folgen muss. Die haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Genau, also man kann einfach auf uns zukommen, auf den MKS Hope e.V., auf das Fachnetz MKS, Mastzellenhilfe, ist egal wer, wir können, also wir arbeiten ja alle untereinander, wir sind ja auch in Kooperation, das Fachnetz mit unseren über 200 Mitgliedern inzwischen, die alle aus Heilberufen kommen, und wir versuchen einfach, Ärzte und Ärztinnen oder auch andere Heilberufe dazu zu kriegen, dass sie eben mit dem Thema arbeiten, und wir versuchen sie zu unterstützen, wir versuchen ihnen das Wissen zu geben, dass sie das hinkriegen, weil eigentlich ist es nicht so schwer, wenn man erstmal sich damit befasst. Deshalb muss man auch nicht unbedingt, wenn man glaubt, eine Mastzellerkrankung zu haben, muss man nicht zwingend zu einem Spezialisten. Es ist letztendlich ausreichend, wenn auch der Weg am Anfang etwas länger ist, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die bereit ist, zuzuhören und sich einzulesen. Sag mal, wenn ich anmerken darf als Betroffene, ich habe einen relativ kurzen Suchensweg hinter mir gehabt von 2 Jahren. Das heißt, mit jeder Idee, mit der ich zu meinem Hausarzt gekommen bin, ja, das machen wir, von Facharzt zu Facharzt zu Facharzt, nirgends gab es eine Erklärung für meine Erkrankung. Was bekommen Sie? Ist alles psychosomatisch bedingt. Das Einzige, mein Hausarzt hat gelacht und hat gesagt, Frau Steinelli, wir wissen beide genau, Sie haben keinen an der Klatsche. Irgendwas muss da sein, aber ansonsten nur Schulterzucken. Und zumindest bei mir, sprich vor 6, 7 Jahren, war es so, dass man irgendwann durch Zufall auf MCAS trifft. Und dann beginnt man sich schlau zu machen und dann ja, weiß man auch, wonach man suchen muss. Und ich finde, gerade durch unsere Arbeit beim MCAS Hope, durch die Arbeit von Nina bei Mastzellenhilfe, ist es heute, will ich mal einfach so behaupten, wesentlich einfacher jetzt schon den Weg zu gehen, als es noch vor ein paar Jahren möglich war. Aber ich würde jetzt da trotzdem gerne was anfügen, um auf die Frage von Ihnen zurückzukommen. Was mache ich? Also Sie waren jetzt beim Arzt, der hatte tatsächlich eine gute Idee. Jetzt wendet er sich an mastzellenhilfe.de und bekommt da auch gute Tipps. Und aus meiner Sicht ist da dann schon wieder die nächste große Hürde, weil, wie die Kollegin eben auch schon richtig meinte, im niedergelassenen Bereich ist es extrem schwierig, dann wirklich was für den Patienten zu tun. Die Untersuchungen sind keine Kassen, also häufig keine Kassenleistung. Die Therapien sind häufig off-label. Die gehen aufs Budget. Auch motivierte Ärzte, die sich da sehr engagiert haben, geben auf, weil sie sagen, ich kann mir das einfach in meiner Praxis nicht leisten, weil es rechnet sich nicht. Und dann hat man eigentlich als Patient, also Sie jetzt in dem Fall, eigentlich nur noch die Möglichkeit, privat sich an Privatärzte, also privattätige Ärzte, Heilpraktiker und so weiter zu wenden und so viel mit Selbsthilfegruppen und Eigenengagement was für sich und ihre Gesundheit zu tun. Das ist aktuell die Lage, muss man sagen. Und ich bin in der Spezialambulanz in einer sehr guten Situation im Vergleich zu den Niedergelassenen. Bei uns ist die Wartezeit aktuell 2,5 bis 3 Jahre. Wir nehmen auch niemanden mehr auf. Also das liegt einfach daran, dass es praktisch deutschlandweit kaum Stellen gibt, die sich darum kümmern. Also die Patienten kommen deutschlandweit zu uns, nehmen lange Fahrten, lange Wartezeiten auf, kriegen dann bei uns alle ihre Befunde gesichtet, eingeordnet und tolle Empfehlungen mit. Und dann ist schon wieder, wie gesagt, die nächste Hürde. Es wird nicht umgesetzt. Ich bekomme häufig sehr verärgerte Schreiben von Hausärzten, die sagen, also das auf gut Deutsch können sie sich sonst wohin stecken. Wie soll ich denn das machen? Das kann ich überhaupt nicht umsetzen. Ich würde dem Patienten ja gerne helfen, aber das ist überhaupt nicht zu realisieren. Und dann landen auch bei mir E-Mails über E-Mails und Kontakt über Kontakt die Patienten,
die eigentlich von mir weitergeschickt werden, um von ihrem Hausarzt, ihrer Hausärztin weiter betreut zu werden. Die landen alle wieder bei mir auf dem Schreibtisch, weil die nicht weiterkommen und weil die Stellungnahmen brauchen für die Krankenkasse und kämpfen und kämpfen. Und das ist was, was auch wir in der Spezialambulanz nicht leisten können. Und das ist tatsächlich die aktuelle Situation, dass man sich ein bisschen im Kreis dreht, auch als Patient. Und immer wenn man denkt, jetzt ist man ein Stück weiter, jetzt hat man eine Diagnose, jetzt hat man eine Empfehlung, dann ist einem noch lange nicht wirklich geholfen. Dabei wäre das so erhebliches Sparpotenzial, auch für die Krankenkassen. Ich denke mal, wenn eine Krankenkasse das mal merken würde, also da ist so viel Kohle für die drin, also Sparpotenzial. Ja, vielleicht darf ich mich mal kurz einschalten und was dazu sagen. Guten Abend, mein Name ist Kerstin Tauchs. Es gibt ja mittlerweile auch das Buch Die systemische Mastzellerkrankung, MCS und SM von Professor Moldering, das bestimmt schon viele von uns gekauft haben. Und das ja sehr schlüssig ist in der Erklärung, in der Therapie und in der Diagnostik. Ich habe es an all meine Ärzte weiterempfohlen. Sie haben es auch wirklich alle gekauft und ja, versuchen auch danach zu therapieren. Einige kennen mich vielleicht. Ich habe ja die MCS-App herausgebracht, in der auch einiges zur Diagnostik steht und zur Therapie und habe zwei beziehungsweise ja, zwei Petitionen, die zum ICD-Code laufen. Eine bei Change.org, die ja über 8000 Menschen mittlerweile unterschrieben haben. Ich habe sie jetzt auch im Bundestag eingereicht und da passiert also auch was. Und mir ist noch mal ganz wichtig. Darf ich vielleicht da noch mal eine Frage aus dem Netz wahrnehmen? Es schreibt hier ein Dieter Volkmann: Vielen Dank, leide seit 60 Jahren und habe heute viel gelernt. Und wir haben auch von einem gewissen Andreas hier eine Antwort. Und das lautet: Die Antwort auf die Frage von Herrn Erlsdorfer ist, der Arzt hat keine Ahnung und stellt deshalb auch keine MCAS-Diagnose. Genau das ist der Punkt. Gegen Ahnungslosigkeit hilft das meistens nicht viel. Was könnte man da machen, um das einfach mehr in den Raum zu stellen? In die Ausbildung zu gehen, bei der Arztausbildung oder eine Fachschulung verpflichtend anbieten? Was würden Sie hier vorschlagen? Also das ist tatsächlich ganz kurz der Punkt aus ärztlicher Sicht, dass das überhaupt nicht Bestandteil unserer Aus- und Weiterbildung ist. Also weder im Studium noch in der Weiterbildung ist es ein Thema. Und deswegen kennen Ärzte die Mastzelle eigentlich als Allergiezelle und sonst nichts weiter. Also Mastzellen sind Zellen, die vielleicht noch bei Neurodermitis oder bei Allergien eine Rolle spielen. Das heißt, da müsste man auf jeden Fall ansetzen. Aber dieser Weg ist ja so weit, also bis das in die Unikliniken kommt, bis das gelehrt wird, da würde ich mir einen schnelleren Weg über die KVen wünschen oder wie auch immer, dass man Fort- und Weiterbildung für Ärzte anbietet, damit sich die Ärzte, die sich damit ja befassen müssen, mit entsprechenden Patienten befassen müssen, dass die auch die entsprechende Fortbildung an die Hand kriegen, ja. Und wir Oder aber brauchen vor mich würde allem hier einen noch interessieren, ICD-10-Code. Ja, der mich würde hier ICD-Code. noch interessieren, wenn ich diagnostiziert werde, sieht man das oder was ist da genau los? Ich Ich habe Sie noch eine meinen, Frage, dass die aber ich habe Laborwerte es nicht wichtig sind? verstanden. Nochmal die Frage, bitte. Ja. Frage ist, wenn man diagnostiziert ist, sieht man das Ganze, dass es hier diese Erkrankung gibt, oder wie spürt man diese Erkrankung? Also darf ich da was zu sagen, Nina? Gerne. Genau, also Frau Dr. Kretig hat es ja, glaube ich, schon relativ gut dargestellt. Also diese Mastzellen sind Zellen unseres Abwehrsystems, die wir überall im Körper haben. Und überall dort, wo sie sitzen, können sie Symptome haben. Typische Mastzellbeschwerden, Gelenkschmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit, asthmatische Beschwerden, Reizdarmsyndrom, Durchfälle, 20 Mal am Tag, Bauchschmerzen, Gewichtsabnahme, Erschöpfungssyndrom. Das muss nicht immer in einer vollen Ausprägung sein. Es kann auch sein, dass die MCS-Patienten
heute topfit sind, denen geht's gut, die fühlen sich, die gehen joggen. Und Joggen zum Beispiel kann ein Trigger der Mastzelle sein. Am nächsten Tag liegt dieser Patient mit einer schweren körperlichen Symptomatik im Bett. Also sprich, ein ganz buntes Bild und diagnostiziert. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt die Klinik. Also es gibt ja nicht immer nur Laborwerte und mikroskopische Untersuchungen. Ich muss mit dem Patienten sprechen. Ich muss mir sein Beschwerdebild anhören. Dann nehme ich Blut ab. Ich kann Mastzellenmarker im Blut nachweisen. Histamin, Tryptase, Chromogranin. Das sind teure Untersuchungen, die leider auch nicht immer nachweisbar sind. Die sind eben zum Beispiel vielleicht nur in einem wirklichen Anfall nachweisbar, weil sie sehr kurzlebig im Blut sind. Man muss bestimmte Vorgehensweisen einhalten, um diese Werte auch nachweisen zu können. Dann können wir Urinuntersuchungen machen auch. Wir wollen dann im Großen und Ganzen immer diese Botenstoffe der Mastzelle nachweisen. Und man kann es über Proben nachweisen, zum Beispiel aus einer Magen- und Darmspiegelung. Also ich bei meinen Patienten, die haben alle irgendwann in den letzten 4 Jahren mal eine Magen-Darmspiegelung gehabt, weil das ein sehr häufiges Symptom ist. Bitte den Pathologen, das Ganze nachzufärben. Und dann sagt er mir, oh ja, der Patient hat eine Vermehrung von Mastzellen in der Magen-Darm-Schleimhaut. Das heißt, das ist eine Diagnose, die setzt sich nicht wie ein Beinbruch. Ich sage meinen Patienten, ein Beinbruch ist eine ehrliche Erkrankung. Röntgenbild, Knochen ist durch, Nagel rein. Jeder glaubt ihnen, dass sie das haben. Bei einem Mastzellpatienten muss man hinhören, man muss das Ganze zusammenstückeln, man muss mehrere Untersuchungen machen und dann ergibt sich ein Bild. Und dann kann ich den Patienten therapieren, indem ich ihm sage, wie er sein Leben ändern soll, also Trigger meiden, Stress meiden. Ich fange eine Therapie an und die in der Regel dann auch gut anschlägt. Und so behandelt man dann einen Mastzellenpatienten. Und das ist ein langer Weg, dahin zu kommen. Und jetzt vielleicht eine kleine Abkürzung. Genauso würde es optimalerweise laufen, wenn ich jetzt als Patient Pech habe und ich kriege all die Diagnostik nicht, die ich bräuchte und so weiter. Dann bleibt zum Beispiel die probatorische Therapie mit H1, H2-Blockern. Das ist ja auch eine Art Diagnosekriterium. Das heißt, ansprechen auf Medikamente. Der Patient nimmt Medikamente und es stellt sich eine Symptomverbesserung ein. Das nennen wir probatorische Therapie oder auch Diagnose nach Therapie. Das heißt, der Patient bekommt H1, H2-Blocker und merkt, dadurch geht es mir deutlich besser. Dann ist es natürlich, ja, ich sage jetzt mal eine kleine Abkürzung, um einen schneller voranzubringen. Na, dann kommt man häufig auch im zweiten Schritt eher an die Diagnostik. Aber das wäre was sehr pragmatisch, sehr effektiv wäre und vielen Patienten und auch Ärzten helfen würde, wenn man sowas ermöglichen würde. Das ist leider nicht möglich, weil es ist auch das ist off-label, das heißt, es sei denn, der Patient hat auch nachgewiesene IgE-vermittelte Typ-1-Allergien. Dann kann der Arzt die H1, H2-Blocker aufschreiben, oder den H1-Blocker zumindest. Aber das wäre was sehr effektiv wäre, wenn da die Kassen mitziehen würden und sagen würde, ja, für einen begrenzten Zeitraum zum Beispiel finanzieren wir das und dann kriegt der Patient es und kann gucken, ob es ihm damit besser geht. Das wäre jetzt aus meiner Sicht eine pragmatische Lösung. Für Sie, Patient. Da muss man aber den Ärzten auch sagen, dass ein Versuchszeitraum von 8 bis 14 Tagen eben nicht ausreicht. Das ist manchmal auch so der Satz, der kommt von Ärzten, die die Diagnose sehen, aber nicht wirklich glauben und dann sagen, ja, wir probieren es aus. In 4 Wochen haben sie keine Symptome mehr, haut natürlich nicht hin. Ja, und dann kommt, sie haben MCAS nicht. Ich verschreibe Ihnen nichts mehr. Oder eben das Zweite, der Hausarzt glaubt die Diagnose, ist aber mit seinem Budget, mit den Verschreibungen schlichtweg überfordert. Es kommen Regresse, die einfach nicht sein dürften. Darum geht es genau, dass diese Regresse nicht kommen. Mastzellstabilisatoren brauchen zum Beispiel in der Regel 8 bis 12 Wochen, bis die volle Wirksamkeit sich einstellt. Diesen Zeitraum, den müsste man natürlich mittragen. Und es geht natürlich auch nicht darum, dass alle Symptome dann verschwinden. Es geht nur darum, dass man merkt, es stellt sich eine Besserung ein. Diese Medikamente scheinen eine Wirkung zu haben. Und das hilft enorm aus meiner Sicht aus diesem Weg. Gibt es aber auch noch das Problem, dass eben eigentlich wirksame Medikamente fehlen. Ne? Das, was eingesetzt wird, sind ja Alternativen. Es fehlt im Grunde genommen an der Forschung.
an Forschungsgeldern und an den richtigen Medikamenten. Das ist auch ein riesiges Problem. Wir versuchen Auch ja das. immer. Also da sagt Dr. Efrin auch immer gern, der ist so einer der Mastzellexperten. Also wenn er immer mal wieder Anfragen von Pharmafirmen bekommt für Mastozytose, dann sagt er, sie gucken beim Falschen, sie müssen sich mal das Mastzellaktivierungssyndrom angucken. Da sind die ganzen Leidenden. Ich meine, Pharmafirmen sind ja da finanziell motiviert und da ist eigentlich ja. Wir haben eine Handhebung, Roswitha. Ich wollte dich nicht überreden. Ich möchte ganz gern an den Politiker einen Vorschlag machen. Es wäre ganz interessant, wenn man so eine Art Modellversuch einrichten würde, wie es auch damals mit den Akupunkturen gemacht wurde oder auch mit der Homöopathie, dass man qualifizierte Ärzte oder Ärzte, die sich da irgendwie mit auskennen, denen die Möglichkeit gibt, diese umfangreichen Anamnesen aus einem Spezialtopf bezahlt zu bekommen. Und auch die Möglichkeit gibt, von den Kassen diesen Ärzten zu gestatten, für einen begrenzten Zeitraum, wie Maike Riss das schon sagte, Antihistaminika zu verschreiben, damit man dieses Diagnosekriterium nutzen kann, was ja zugleich auch schon einen Therapieverzug darstellt und zudem auch noch sehr preiswert ist. Also ich schlage vor, so eine Art Modellversuch, oder da gibt es ja verschiedene Vertragsgestaltungsmöglichkeiten, das wissen Sie viel besser. Aber dass man jetzt mal anfängt in der Kassenmedizin, den Ärzten, die sich damit beschäftigen möchten und die wirklich engagiert sind, sich damit auskennen, sich das zutrauen, oder die eben auch einen Support vom MCRS Hope und von der Mastzellenhilfe bekommen haben, dass man diesen Kassenärzten ja spezielle Zulassung sozusagen erteilt für dieses Modell. Und dann könnte man daraus eine gute Studie machen und dann könnte man sagen, okay, wir haben so und so viele Patienten und die sprechen auf diese Therapie an und tja. Ja, Frau Dr. Seinzahl-Dittmann ist Hausärztin in Hamburg und kennt sich also mit diesen Sachen auch gut aus. Wir haben auch noch eine Frage dazu später. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr. Wie sieht es aus mit der Struktur? Also wir haben ja noch die Vereinsarbeit, die wir vorstellen. Dann haben wir ja noch einige Fragen mitgebracht. Wie wollen wir jetzt weiter verfahren an die Moderation? Keiner sagt was. Wollen wir vielleicht die Vereinsarbeit vorstellen? Ich melde mich gerne mal dazu. Genau, können wir gerne so machen, dass wir denn die Vorstellung direkt nach vorne ziehen, damit wir diesen offiziellen Teil sozusagen erledigt haben und dann die Fragen, außer es ist der Wunsch, dass wir direkt Fragen machen und den Rest dann einfach der Aufzeichnung überlassen. Wir sind da offen. Nee, stellst das vor, das ist gut. Gut. Dann teile ich mal meinen Bildschirm. Das soll jetzt nach vorne gehen. Ich bin nicht Samira Demolin, die eigentlich geplant war für heute Abend, sondern ich bin Sebastian Selinat. Und das sieht man schon wieder ein bisschen, was MCAS ausmacht. Ja, es gibt Tage, da geht es dann einfach nicht. Und ich bin heute ganz okay da. Und ich würde auch sagen, ja, wer das nicht weiß, dass ich die Erkrankung habe, der sieht nicht, ja, dass ich das habe. Und ich habe gelernt, ich habe so 15 Minuten. Ich versuche das einfach mal, weil vieles ist ja auch schon gefallen, unseren Verein mal vorzustellen, den MCAS Hope e.V. Wie ging es eigentlich los mit dem MCAS Hope? Und wir haben das schon ein bisschen anklingen hören. Ja, man macht sich auf die Suche. Oder wo macht man das? Ganz häufig bei Facebook. Und es gab eine geschlossene Facebook-Gruppe, die Mastzellgruppe mit Herz. Und es wurde immer offensichtlicher, ja, welche Probleme, und wir haben jetzt ein paar davon schon thematisiert, Betroffene gegenüberstehen. Die Krankheit ist kaum bekannt, auch bei Ärzten nicht, deshalb selten diagnostiziert. Es fehlt ein ICD-10-Code, ja, und es gibt überhaupt keine Forschung. Die Diagnosefindung, und das Wort Odyssee ist heute schon mehrmals gefallen, dauert nicht selten viele, viele Jahre. Und darum gibt es den MCAS Hope, denn es geht darum, Versorgungsstrukturen zu verbessern und Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. Das seinerzeitige Team war sich einig, es soll sich etwas ändern. Und dazu brauchen wir etwas, was ganz wichtig ist, um den Rahmen zu schaffen, ein Verein, den MCAS Hope. Und so war es so, am 2. Januar 2020, ja, wurde der Verein gegründet. Was ist seitdem passiert? Und all das, was jetzt passiert und was wir erzählen und was wir vortragen, ist ehrenamtlich passiert.
Es gibt eine Internetseite mcas-hope.de. Es gibt Social Media Präsenz auf Facebook. Ich habe gerade eben noch mal geschaut, 2700 Follower. Wir haben, halt, stopp, falsch rum, es ist hier andersrum. Facebook ist 2300 Follower, Instagram 2700 Follower, auf Twitter 380 Follower, bei YouTube 500 Abonnenten. Das zeigt also, wie diese Zahlen, dass es schon sehr selten noch ist, aber dass es eine Menge Menschen gibt, die auf uns aufmerksam geworden sind. Es gibt eine sehr wertvolle Patientenbroschüre, und einen Notfallausweis für Patienten. Zu den Ärzten kommen wir später. Und diese wird in Druckform in Umlauf gebracht. Warum? Ja, weil wir wollen natürlich, dass Menschen diese Broschüre bestellen und nicht irgendwo nur Download machen, sondern sich auch an uns binden, um weiter Mitglieder und zu gewinnen. Wir haben das Thema Mast Cell Disease Awareness Day. Das ist vielleicht für alle, die den noch nicht kennen, der 20. Oktober. Wir freuen uns, wenn da viele, viele Menschen mitmachen würden. Jedes Jahr ganz tolle Aktionen. Und zum ersten Mal, zum 20. Oktober 2020, ja, wurde ein Video erstellt, wo Betroffene erzählt haben, wie ihr Leben mit MCAS aussieht. Außerdem war von Anfang an klar, dass es eine Menge starke Kooperationen braucht. Zum Beispiel mit dem Urtikaria-Verband, mit der Mastozytose e.V., mit Mast Cell Hope Incorporated, mit Mast Cell Hilfe. Nina hat ja schon gerade eben eine Menge erzählt. Aber auch mit dem IFID-Institut für IT und Management und Digitalisierung von der FOM, ja, die, wir kommen später noch dazu, die Magellan-Studie mit begleiten. Und so kam eins zu dem anderen und es wurden immer mehr Kooperationen eingegangen. Aber was sind die Ziele, ja, von MCAS-HOPE? Ein großes Ziel, und auch darüber haben wir heute Abend schon sprechen dürfen, ist, dass MCAS als eigenständige Erkrankung anerkannt wird. Das Zweite ist, dass wir Betroffenen und Angehörigen eine Plattform bieten, wo sie sich informieren können, wo sie ganz schnell und unbürokratische Unterstützung finden können. Es ist völlig klar, ja, dass viele Fragen zum heutigen Zeitpunkt noch völlig unzureichend angearbeitet sind und keine Antworten darauf gegeben sind. Deswegen so weit wie möglich Informationen bereitstellen. Vierter Punkt. Unterstützung anzubieten, Hilfe anzubieten. In der nächsten Folie zeigen wir, wie wir das auch machen. Und Nina Kredik hat das auch schon gesagt, eben auch für Fachpersonal, für Ärzte, so ein Ärztenetzwerk aufzubauen. All das waren Ziele, die wir von Anfang an verfolgt haben. Ganz wichtig ist auch, es gibt bis heute keine einheitlichen Diagnosekriterien, das wurde schon gesagt. Es fehlt ein klarer ICD-Code. Mein Arzt sagt immer, auf was soll ich das denn verschlüsseln? Sagt, dann schreiben wir jetzt halt heute mal wieder psychische Erkrankung hin und dann geht das damit durch. Ja, aber so ein ICD-Code zu haben, das wäre auch für die Krankenkassen ganz wichtig, weil das ist der Grund, warum das ganze Request-Thema auch immer wieder kommt. MCAS bekannter zu machen, ja, und vielen Menschen erzählen zu lassen, dass es das überhaupt gibt. Ja, also so hat mein Hausarzt auch angefangen, sagt, ich lese mir das jetzt mal durch, wenn Sie mir das alles so mitbringen, Herr Selinat. Und ein großes Thema auch, dass es wirksame Therapieoptionen nicht gibt. Ja? Und dass eben so, dass all das ist seit dem Jahr 2020 passiert. Es gibt eine Folie, wir wollten mal ganz kurz auch Gesichter zeigen. Ja? Ein Teil davon haben wir heute schon gesehen. Ja? Nina Kredik ist Vorstandsmitglied. Katrin Tausenfreund ist heute auch da. Auch Elke Steinhecke hat sich schon zu Wort gemeldet. Aber Samira de Molo, ich glaube, sie ist heute nicht dabei, weil es ihr nicht gut geht. Und Jean-Pierre Klöckner. So, das sind die fünf, ja, die im Wesentlichen auch wirklich ehrenamtlich dafür Sorge tragen, dass der Verein getragen wird, weil wir genau die gleichen Rechte und Pflichten haben wie alle anderen eingetragenen Vereine und die Vereinsarbeit im Wesentlichen koordinieren. Wie sieht der Verein aus? Ja, jetzt fragen sich alle, was denn, wie viele Leute gibt es denn überhaupt? Und wir haben hier mal die Mitgliederentwicklung aufgeschrieben. Also Ende 2020, also im ersten Jahr seit Gründung schon über 170 Mitglieder, jetzt über die Jahre angewachsen auf 425 Mitglieder. Und ich glaube, du hast es gesagt, Nina, wann werde ich Mitglied in einem Verein, wenn es mir wirklich richtig, richtig schlecht geht? Ich mache das nicht, wenn ich mal so ein bisschen was habe, sondern das sind also mittelschwer und schwerst Betroffene, die sagen so, ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter, und ich glaube, dort finde ich einen Anlauf, für dieses ganze Thema. Und ja, also ich muss gefunden werden und natürlich dann auch sagen, ich bin bereit, mich für einen relativ kleinen Mitgliedsbeitrag, ich glaube, wir sind bei 30 Euro im Jahr, darum zu kümmern, dass hier was weitergeht, weil es wird ja wertvolle Arbeit geleistet.
Wo kommen die Menschen her? Schwerpunkt natürlich Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch aus Frankreich, Italien, Luxemburg und auch aus Irland. So, im letzten Teil geht es ein bisschen darum, jetzt fragen Sie sich, was macht der MKSO überhaupt? Und wir haben mal aufgelistet, was bisher schon alles passiert ist. Und nochmal der Hinweis, alles ehrenamtlich. Also es gibt keine Hauptamtlichen bei uns, die das machen würden, sondern alles Ehrenamtliche. Und davon eben ein Großteil der Menschen, die eben auch betroffen sind, also die das neben ihrem Job oder neben der Erkrankung eben leisten können und auch leisten wollen. Insider wissen es, die Magellan-Studie, eine sehr große Studie, die von Juni bis September 2021 in der Phase 1 durchgeführt wurde, mit dem Ziel, überhaupt mal zu erfassen, ja, welche Symptombilder, welche Themen gibt es überhaupt unter den Betroffenen. Und das Tolle, es gibt noch kein Ergebnis, aber es gibt 600 volle und 1100 unvollständige Datensätze, also von Betroffenen, die dort ausgewertet werden. Und darum kümmert sich der MKSHOPE. Also wir machen das nicht, sondern wir beauftragen Menschen, das auszuwerten. Unter anderem das IFIT ist dabei, was ich vorhin mal genannt habe. Aber wir kümmern uns eben darum, dass es dort weitergeht und dass überhaupt die Studie in den Gang gekommen ist. Es gibt das Fachnetz in MKS. Gemeinsam mit Nina Krettig von der Maszenhilfe für Heilberufe, für Angehörige von Heilberufen, um eben, sag ich mal, den Dialog, den Austausch, die Informationen zu fördern. Wir haben ins Leben gerufen, den monatlichen Stammtisch, ja, einfach für Betroffene, wie wir können jetzt schlecht in die Kneipe gehen, aber wir treffen uns digital, um uns neben vielen regional stattfindenden Stammtischen überregional zu vernetzen, um dort einen Anlaufpunkt zu schaffen. Auch ja, für Familienmitglieder und für Partner, für Freunde, die häufig völlig überfordert sind. Was heißt das denn jetzt alles? Es ist eben nicht nur, dass man nicht ein bisschen was nicht essen kann, sondern es ist ganz vielfältig. Wir haben das Thema Aufmerksamkeit hier als Awareness bezeichnet über Social Media, über Newsletter, aber auch eben immer zu diesem 20. Oktober an dem Mast Cell Disease Awareness Day. Durch besondere Aktionen aufmerksam zu machen. Also wenn Sie irgendwann mal Gebäude lila angeleuchtet sehen, Menschen mit lila Herzen, lila Schleifen rumlaufen sehen, dann ist das eben an diesem besonderen Tag von uns vielleicht so assoziiert. In diesem Jahr gab es ein Video von einer Betroffenen zusammen mit einem Interview von Frau Dr. Jesse, was wir publiziert haben und dann über unsere Kanäle und auch über YouTube ausgestrahlt haben. Es gibt, ich muss mal gerade gucken, weil jetzt passen meine Folien nicht zum Ding, doch es passt noch alles. Ziel ist natürlich auch immer weiter Content, weiter Inhalte zu produzieren. Wir haben einen geschlossenen Mitgliederbereich, wo sich, und da ist auch ein Mehrwert für Menschen, die heute dabei sind, vielleicht noch nicht Mitglied sind, was wir nur im geschlossenen Bereich eben veröffentlichen, mit weiteren Informationen. Wir haben, und das ist das Thema Projektzirkel, spezielle Arbeits- und Themengruppen, ja, wo man sich miteinander austauscht, ja, um Themen nochmal, ich suche jetzt schnell nach einem Wort, in dem Deep Dive, also nochmal mehr Informationen reinzuholen oder sich vertieft mit dem Thema zu beschäftigen. Beispielsweise hier zu nennen das Thema Corona-Impfung, wo wir eine FAQ rausgegeben haben zum Thema Impfung. Was heißt, was kann ich machen, wenn ich MCRS habe zum Thema Impfung, um mich damit sagen wir, auseinanderzusetzen? Wunderbares Thema. Ich weiß, dass ich da auch mit dabei bin, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute dieser Abend stattfinden kann, der Dialog mit politischen Gremien, weil es super schwer ist für uns, überhaupt mal Aufmerksamkeit zu bekommen, weil eben selten erkannt. Das Thema die Aktivitäten in Österreich auszubauen, die haben genau die gleichen Schwierigkeiten wie wir in Deutschland und dort vielleicht noch sehr viel stärker, aber dazu gibt es eine Gruppe und eben die jährliche Vorbereitung des International Mast Cell Disease Awareness Day. In Vorbereitung, ich glaube, sie gibt es noch nicht, oder Lina korrigiert mich dann vielleicht, Sie aber ist in stimmt. Arbeit. In Arbeit, genau. Und das ist 2024 eines der Themen, ist eben die Arztbroschüre, um eben sehr viel wissenschaftlicher fundiert das Ärztinnen und Ärzten und Heilberufen an die Hand zu geben und zu sagen, hier, das ist eine Broschüre, hier ist Evidenz, lesen Sie sich das durch. Ja, es ist nicht, dass nur hier einer sitzt, der nur rumjammern will.
Wir haben das ganze Thema, dass wir dran sind, immer mehr Inhalte noch zu produzieren, ja, für Mitglieder auf der Internetseite, in dem Content-Bereich, und natürlich auch uns an der Diskussion, sei es im Netz, sei es auf Social Media beteiligen wollen. Und all das braucht natürlich eine Menge Zeit und Kraft. Das Fachnetz wird weiter ausgebaut werden und da passiert eine ganze Menge. Und ich freue mich auch, dass heute eine Menge oder einige zumindest Ärztinnen und Ärzte dabei sind. Das zeigt ja auch das Interesse. Und jeder von uns, der schon mal einen Arzt getroffen hat, ist sehr dankbar und sagt dann auch hier, es gibt das Fachnetz, wenn Sie sich da weiter informieren wollen, kommen Sie dazu. Zwei letzten großen Themen, große Punkte sind, ja, wir brauchen natürlich Menschen, die mitmachen, ja, die mittun und mitziehen, weil jeder, der, es hilft auch manchmal schon, wenn wir sagen, wir haben hier ein kleines Projekt, wer kann da was machen, wer kann was tun, weil wir das alle eben nebenbei machen und jeder, der weiß, was es heißt, auch nur einen Social Media Post zu schreiben, auch das können kleine Themen der Hilfe sein. Oder ich wäre mal bereit, einen Vortrag zu halten, wenn wir wieder mal eine Vortragsanfrage kriegen, diese Dinge. Und ganz klar, und das ist in jedem Verein auch völlig normal, überhaupt den Verein neben diesen ganzen Aktivitäten am Laufen halten, mit Buchhaltung, mit Kassenführung, mit Vorstandssitzungen, mit der Mitgliederversammlung. All das sind so kleine Einblicke, die ich heute mal geben durfte. Ich sage vielen Dank. Das war es nämlich von meiner Seite und gebe jetzt wieder zurück an die Moderation oder an Fragen. Vielleicht kann ich noch zwei Sachen kurz anfügen. Also eine sehr runde Vorstellung von unserem Verein. Vielleicht noch ganz kurz zur Magellan-Studie. Die Magellan-Studie findet nicht nur mit der Fachhochschule in Düsseldorf statt, sondern vor allem auch mit der Charité. Da sind wir also schon gut aufgestellt und auch die Arztbroschüre findet in Kooperation mit Ärzten sowohl von der Charité als auch der Uniklinik Aachen statt. Also das ist nichts, was wir uns mal eben so aus den Fingern saugen, das sowieso nicht. Also auch in der Patientenbroschüre ist alles wissenschaftlich belegt. Ich habe ja auch gerade schon gezeigt, zu Mastzellen gibt es die eine oder andere Studie. Noch lange nicht genug, speziell zur Mastzellaktivierung, aber zu Mastzell an sich gibt es das eine oder andere, obwohl sie noch nicht wirklich durchstudiert ist, das kann man auch sagen. Genau, also wir sind hier auch schon an der Charité angekommen und ja, arbeiten da zusammen und darüber sind wir auch sehr erfreut. Wir haben natürlich auch noch jede Menge Fragen mitgebracht, die wir ja speziell auch dem Herrn Ilstorfer stellen wollen. Ist das sinnvoll, da jetzt an der Stelle weiterzumachen? Lesen Sie bitte los. Okay, dann, wir haben uns das so vorgestellt, dass Sebastian und ich abwechselnd die Fragen stellen. Ich würde dann die erste stellen, dann stellt er die nächste und so weiter. Also das erste Thema, was halt für ganz viele wichtig ist, und das sind Fragen, die haben uns auch ganz oft erreicht. Wir haben in die Community aufgerufen, Fragen zu stellen. Natürlich können auch Leute hier noch Fragen stellen, wenn die Zeit gleich noch reicht. Aber erstmal beginnen wir vielleicht mit denen, die wir aufgezeichnet haben, weil ich glaube, dass da viele auch schon erledigt sind dann hinterher. Am häufigsten gestellte Frage betrifft den auch hier schon oft erwähnten ICD-10-Code. Also die erste Frage, die war, warum gibt es keinen für MCAS? Also auch im Hinblick auf die vorher schon hohe Prävalenz, also diese 14 bis 17%, die sind ja von ungefähr vor 10 Jahren. Und da MCAS auch gerne durch Covid verursacht wird, das sehen wir auch in der Community viel, dass Leute sagen, seit der Infektion habe ich jetzt MCAS, ist die Prävalenz wahrscheinlich weiter angestiegen. Und da ist halt eben die zentrale Frage, warum gibt es diesen Code nicht? Kann ich Ihnen nicht sagen, werde mich dazu informieren und ich Ja. möchte Ihnen gleich am Anfang auch ein Angebot machen, dass Sie sind ja in München, oder? Nein, also ich habe zwar eine Adresse in Bayern, aber tatsächlich wohne ich in Dortmund. Das ist ein Impressumservice, der da genannt Okay. wird. Aber irgendwie werden wir zusammenkommen oder digital uns verabreden. Fantastisch. Ich habe da so viele Dinge, die ich nicht kapiere und wo ich einfach mehr Wissen haben möchte. Sie können mich jetzt alles fragen und ich kann 100 Mal sagen, ja, muss ich klären, weil ich das einfach nicht beantworten kann. Ich kann Ihnen anbieten, dass wir im Dezember einen Termin vereinbaren, der Herr Denk soll das machen. Und Sie informieren mich dann wirklich ausführlich und ob das 2 Stunden oder 3 Stunden dauert,
ist mir dann egal. Mir geht jetzt einfach schon langsam die Kraft aus durch Ja. den Eingriff von heute. Aber da muss man dranbleiben. Es ist vollkommen klar, ich habe kapiert, dass es so viele offene Fragen gibt, die ich Ihnen hier aus der Hüfte nicht beantworten kann. Darf ich dazu auch noch ganz kurz etwas sagen, Herr Irzdorfer? Ich habe ja die Petition eingereicht, die im Bundestag auch schon vorliegt. Es gibt noch kein Aktenzeichen dazu, aber es gibt bei Change.org zum Beispiel die Petition, die über 8000 Leute unterschrieben haben, auch mit vielen Begründungen, wo angeführt wird, wie schwer sie erkrankt sind oder wie schwer Familienangehörige erkrankt sind. Und die würde ich postalisch auch noch nachreichen. In Buchform. Können Sie Ich hoffe, gerne machen. ja. Nur für die Gruppe, nicht, dass es arrogant klingen soll, nur dass Sie mich da verstehen. 8000 ist eine Ich Zahl, weiß. ab einer Million werden wir hörig. Das ist traurig und das ist ab und Ja. zu auch wirklich schändlich, aber nur, dass Sie das wissen. Aber von daher geben Sie mir das und schauen wir uns das an und dann schauen wir, wie wir damit vorgehen. Per E-Mail ist das bereits alles an Ihr Büro gegangen. Gut, sehr gut. Danke. Danke. Nina, kurze Ja. Zwischenfrage. Soll ich Fragen beantworten, wenn es da eine Antwort darauf gibt, oder wollen wir einfach nur die Fragen mal an die Politik stellen und unbeantwortet lassen? Also der Herr Ilshofer hat ja unsere Fragen auch schon bekommen, in Langformat. Wir haben natürlich noch ein paar mehr Fragen, die wir jetzt, die sich noch ergeben haben. Ich würde die sowieso nochmal an ihn schicken und wenn wir uns im Dezember nochmal sehen, macht es natürlich auch total Sinn, dass wir die dann besprechen und wir werden natürlich die Antworten dann auch so gut wie möglich weitergeben. Ich Also glaube ich auch, bin. dass wir nochmal eine weitere Veranstaltung machen, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, über die 100 Leute zu gehen, weil wir mehrere 100 Leute abgewiesen haben, was mich wirklich traurig macht. Geht Und wir schon. haben nicht mit diesem großen Zuspruch gerechnet. Und wir werden dann mit Sicherheit im Dezember nochmal eine Veranstaltung machen, wo wir das dann so auch aufarbeiten mit einer ganz anderen Vorbereitung. Sehr gerne. Also, Dann. wir können gerne auch noch hier bleiben und weiter sprechen. Also, die Veranstaltung ist ja jetzt vom Herrn Ilsthoffer und seinem Team gestaltet. Das heißt, wenn jetzt hier alle gehen und nur wir würden hier bleiben, dann, also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, Hey, das das geht bringt auch nicht in nichts. die Hände der Ich Moderation. würde vorschlagen, dass ich einfach jetzt hier die Veranstaltung auch zumache, dass ich mich bei Ihnen bedanke, dass Sie dabei waren und dass ich Sie bitte, bei der nächsten Veranstaltung dabei zu sein. Wir werden dort anders vorbereitet sein, das verspreche ich Ihnen. Und wir werden auch diese Fragen, die an uns bereits teilweise gerichtet worden sind, werden wir fachlich beantworten. Und wenn wir die Antworten erst im Januar haben, dann werden wir die Veranstaltung auch erst im Januar machen. Ich fühle mich da überhaupt jetzt nicht getriggert oder gedrängt, sondern ich möchte wasserdicht die Antworten Ihnen geben, damit Sie auch merken, dass Politik sich mit diesem Thema beschäftigt. Bisher habe ich weder politisch noch im Krankenkassensystem über dieses Thema irgendetwas gehört. Das schockiert mich zum einen, weil ich seit 30 Jahren unterwegs bin und ich kann Ihnen teilweise gar nicht folgen. Und diese Dinge, die müssen wir schon ordnen. Das wäre fatal, wenn ich jetzt da einfach eine Blablabla-Antwort gebe. Das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte hier Ihnen einen Mehrwert geben. Ich möchte etwas bewegen. Und deshalb, wenn wir das ganz nüchtern und ganz wirklich auch bald angehen, damit man hier zu einer Verbesserung kommt. Ja, das hört sich sehr gut an. Also wir sind sehr flexibel. Wir haben wir sind für ein Treffen definitiv zu haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns das anbieten. Wenn es jetzt ein Monat ist, zwei oder drei, dieses Problem existiert ja schon seit Jahren und Jahrzehnten. Da kommt es jetzt auf 3 Monate nicht an. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn die Antworten umso belastbarer sind. Ja, fantastisch. Es kam auch ehrlich gesagt im Vorlauf auf dieser Veranstaltung, wo wir viel Werbung gemacht haben, kam aus der Community auch teilweise: Die Politik macht doch eh nichts. Warum macht ihr das?
Und ich bin sehr froh zu hören, dass Sie sich dieses Themas wirklich annehmen wollen und dass nicht, dass ich was anderes geglaubt hätte, aber ich finde es sehr schön, das jetzt auch rückmelden zu können, dass diese Unkenrufe also unberechtigt waren. Und Nee, ich darauf meine es freue ich mich. ernst. Ich meine es wirklich ernst. Wissen Sie, ich bin 53 Jahre alt, ich bin jetzt die dritte Periode im Bundestag und war 20 Jahre bei der AOK. Mir geht es um Inhalt. Mir geht es nicht um Show. Natürlich muss ich wieder gewählt werden, das ist klar. Wenn das nicht der Fall wäre, es würde mich nicht freuen, aber auf jeden Fall, dann würde ich es auch akzeptieren. Mir geht es darum, dass ich hier etwas vielleicht voranbringe und dass ich Ihnen Dinge ermöglicht, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Das ist das Ganze. Und es hat mit meiner Wahl oder sonst irgendwas, wo ja viele, manche auch meinen, nichts zu tun. Ich bin auch aus allen parteipolitisch internen Kreisen ausgestiegen. Mit der Kampagne Seltene Erkrankungen sind wir dann auch parteioffener geworden. Auch jede andere Partei oder Gruppierung, wo es irgendwas zu sagen hat, darf sich hier bei uns einbringen. Und ich habe auch einen Selbsthilfeverein mit Long Covid. Wir sind 42 Mitglieder. Wir haben ungefähr immer 300 Nutzer gehabt. Und wir haben dadurch einen Sprung hingelegt von über 85.000 Menschen. Und auch hier kommen immer wieder Anregungen. Und so ist es da auch. Und ich nehme das wirklich sehr ernst. Und ich nehme das auch auf. Und Sie dürfen mir sicher sein, auch wenn es vielleicht einen Monat länger dauert. Aber Sie werden von mir eine hochfachliche Antwort bekommen. Da freuen wir uns sehr und wir hoffen natürlich auch, dass wir Sie zurück unterstützen können, auch was Long-Covid angeht. Also zwischen MCAS und Long-Covid scheint es ja auch wesentliche Parallelen zu geben. Es gibt sogar Leute, Ja. die sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt, dass das eine Sache ist. Also MCAS ist Long-Covid und umgekehrt. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Da gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Daten, die das so eins zu eins darlegen, aber der Zusammenhang scheint da zu sein. Insofern glaube ich, dass das eine Zusammenarbeit ist, die für beide Seiten sehr fruchtbar sein wird. Vielen Unser Dank. Büro geht das sehr nüchtern an und wir versuchen, möglichst viel Wirklichkeit und Realität damit reinzubringen. Und das ist mein Angebot. Ich kann Ihnen nichts versprechen, aber ich kann Ihnen das versprechen, dass wir uns einsetzen. Das kann ich Ihnen versprechen. Und das soll eigentlich auch ein Schlusswort sein. An alle, die da waren, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie zur nächsten Veranstaltung auch wieder kommen. Und wir werden das dann mit dem Büro in Dortmund, mit Ihnen privat, das weiß ich jetzt nicht, werden wir das absprechen. Der Denk hat die ganzen Kontakte und dann unterhalten wir uns und dann kriegen wir das auch hin. Wunderbar, das hatten wir gehofft. Sehr schön. Vielen Dank. Gut. Also, herzlichen Dank, alles Gute. Ich hoffe, dass nicht zu viele verärgert wurden, dass sie nicht reinkonnten, aber wir haben mit diesem großen Zuspruch nicht gerechnet und wir werden das nächste Mal vorbereitet sein, dass das auf jeden Fall mit mehreren hundert Personen auch geht. Und wir bereiten das ordentlich vor. Wir lassen uns auch die Zeit dazu, dass wir Antworten liefern können, nicht nur Fragen. Und so werden wir das auch machen. Okay? Fantastisch. Und die Gute Aufzeichnung stellen wir Besserung. natürlich bereit. Okay, gut, Sehr gut. wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute, toi, toi, toi und auf Wiedersehen. Und ich vermute, dass Weihnachten.